Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns über Torghast, die gewundenen Korridore, erspielen können. Und zwar möchte ich euch das einmal zeigen. Das ist hier der Korridor-Kriecher. Und wie wir den uns erspielen können, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes müsst ihr einmal Torghast, die gewundenen Korridore, freischalten. Diese befinden sich, wenn ihr hier nach Torghast reinlauft, rechts. Links habt ihr ja jeweils immer jede Woche zwei Möglichkeiten, die normalen Korridore zu laufen oder die normalen Abschnitte. Und rechts sind dann hier die gewundenen Korridore. Diese müssen aber als erstes freigeschalten werden. Das tut ihr, indem ihr bei Bolvar in Oribos eine Quest abschließt. Und zwar kriegt ihr jede Woche eine Quest. Dann müsst ihr einmal nach Torghast rein, irgendwie Jaina mal retten, Thrall mal retten und so weiter. Auch mal nach Hinweisen für Anduin suchen. Und wenn ihr alle Wochen durchgeballert habt und ganz am Ende dieser Questreihe steht, erhaltet ihr den Auftrag, in die gewundenen Korridore reinzugehen, und mit dieser Quest schaltet ihr quasi dann auch die gewundenen Korridore frei. Das erfolgt dann auch accountweit und ihr könnt auch mit allen anderen Chars vom Account dann in die gewundenen Korridore rein. Nicht, dass ihr das müsstet, aber ihr könntet das theoretisch, denn in den gewundenen Korridoren gibt es nur kosmetische Belohnungen und das sind kosmetische Belohnungen, die alle accountweit sowieso sind. Deswegen, ja, weiß ich nicht, warum man da mit Twinks noch rein will, aber man kann es theoretisch machen. So, was gibt es an Belohnungen? Und zwar, es gibt insgesamt, auch wie in den normalen Korridoren oder im normalen Torghast, 8 Ebenen. Hier ist es aber so, dass jede Ebene nicht 8 Level hat, sondern insgesamt 18. Also man ist wesentlich länger da drin unterwegs und dementsprechend hat man viel mehr Trades am Ende. Teilweise hatte ich bis zu 100 Trades am Ende, was natürlich ganz andere Konstellationen zulassen. Und am Ende wird es tatsächlich auch einigermaßen knackig, wenn ihr jetzt nicht das allerkrasseste Gear habt. Dementsprechend, ist das auch so ein bisschen langwierige Sache. Ich habe in den Ebenen 1 bis 8 am Anfang so eine Stunde gebraucht. Am Ende waren es schon 2,5 Stunden, dass ich bei einem komplett durch bin. Ihr müsst aber, wie gesagt, nur einmal rein, denn die Belohnungen, die ihr bekommt, sind von kosmetischer Natur und die sind alle 100%. Wenn ihr Ebene 2 abschließt, dann bekommt ihr ein Kampfhaustier, das heißt Todessucher. Das können wir uns mal angucken. Das ist das hier, Todessucher. Wenn ihr, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal reinlaufen. Wenn ihr Ebene 3 abschließt, kriegt ihr nichts. Bei Ebene 4 gibt es dann ein Toy, das heißt Helm der Beherrschung. Das ist diese schöne Verwandlung, die wir hier schon haben. Habe ich auch gerade eben schon das Toy-Guide-Video zu aufgenommen. Ist eine nette Verwandlung, kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir mit Ebene 5 nichts. Mit Ebene 6 kriegen wir einen Titel, der heißt Spitzenpirscher. Und mit Ebene 7 gibt es wieder nichts. Und die letzte Ebene, Ebene 8, ist der Korridor-Kriecher. Das ist das Mount, was wir uns anschauen wollen. Gut, heißt, wenn ihr das Mount haben wollt, ihr müsst ein paar Wochen lang hintereinander diese Quest bei Bolvar spielen, bis ihr zu den Korridoren kommt, dann könnt ihr in die Korridore rein, dann könnt ihr alle Korridore durchballern, was euch einige Stunden kosten wird. Ich würde mal rechnen, bei einem DD, der vielleicht ein bisschen schneller als ich als Tank durchkommt, im Schnitt 1,5 Stunden für einen Korridor, für die ersten ein bisschen weniger, für die anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also 10 Stunden seid ihr wahrscheinlich schon unterwegs, wenn ihr alle durch müsst, alle durch wollt. Und hier ist es übrigens auch so, wenn ihr zu oft sterbt, ne, und dann eine Stunde drin seid und am Ende verreckt, dann war alles für die Katz. Bei mir war es nicht der Fall, also bei mir hat es alles geklappt, aber es kann euch natürlich passieren, wenn ihr da Probleme habt. Ich habe gehört, in der Gruppe soll es deutlich leichter sein, dementsprechend könnt ihr das eventuell dann auch in der Gruppe machen. Wir wollen jetzt einmal noch das Mount angucken. Und dann gebe ich euch noch den Tipp, ich habe die letzten 3 Ebenen von den gewundenen Korridoren aufgenommen. Falls euch das interessiert, da gebe ich auch ein paar Tipps, welche Trades ich empfehle. Klar, es gibt ein paar klassenspezifische für den Guardian Druid, die werden nicht allen was helfen, aber es gibt sehr viele, die gut sind für alle Klassen und eventuell hilft es euch was, kann ich euch anbieten, dass ihr da reinschaut, falls ihr Probleme habt. Gut, jetzt schauen wir uns das Mount an, und zwar hier haben wir das schicke Mount. Wir gucken jetzt mal das Mount Special noch an. Okay, also er tut seinen Kopf ein bisschen hin und her, brüllt. Das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Es ist halt, ich finde so ein, es ist, glaube ich, ein Hund soll das sein, ne? Aber ich finde, es hat eher so ein bisschen eine Bärenform. Jetzt bin ich quasi mit der Verwandlung und dem Ding, sehe ich fast so aus wie die Mobs, die hier sowieso rumreiten. Eigentlich ganz lustig. Bloß ein bisschen andere Waffe habe ich, ne? Da müsste ich noch anpassen, wobei die jetzt eigentlich auch ganz gut hier mit in das Thema reinpasst. Gut, das waren eigentlich soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Ich hoffe, der ein oder andere konnte damit was anfangen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mount Guard wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.